ein Fortschritt, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das insgesamt so die richtige nachhaltige Konzeption ist, die wir verfolgen. Und wenn ich heute dann daneben in den Kieler Nachrichten so eine relativ große Berichterstattung gelesen habe über das Auto-Abo, ich kannte bisher das Leasing, jetzt kenne ich das Auto-Abo und stelle mir auch die Frage, ist das eigentlich so die Zukunft? Aber wir haben ja Gott sei Dank Experten hier heute mit dabei, die auf all das eingehen können und da freue ich mich wirklich drauf und ich will auch nicht länger darüber reden, weil wir wollen, haben gute Referate, das kann ich schon versprechen und wir wollen vor allem natürlich, wie es immer bei der Hermann das Akademie ist, auch Zeit und Raum geben für gute Diskussionen. Wir haben jetzt diese technischen Möglichkeiten. Wir nutzen ausschließlich den Chat. Vielen Dank, Herr Amnig, dass Sie das alles so gut vorbereitet haben. Ja, aber wir haben zwei besonders, fände ich jedenfalls, besonders kompetente Referentinnen und Referenten. Das eine ist Frau Dr. Melanie Herget, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich lese jetzt hier mal ab, am Institut für Verkehrswesen an der Universität Kassel. Und sie ist auf die Forschung und Entwicklung von Mobilitätskonzepten im ländlichen Raum spezialisiert. Das ist natürlich für uns hier ein besonders wichtiges Thema. Da kommt der Hauptimpuls von Ihnen, Frau Herget, freuen wir uns drauf. Und daneben haben wir Timo Wiemann, Koordinator des Dörpsmobil Schleswig-Holstein, der darauf dann auch ein wenig eingehen wird. Und Sie beide stehen ja den interessierten Teilnehmern heute für Fragen und Antworten zur Verfügung. Und besonders spannend ist natürlich die Frage, was sind denn eigentlich nachhaltige Mobilitätskonzepte? Darauf freuen wir uns. Und ich mache es jetzt kurz. Ich denke eigentlich, wenn wir so weit sind, alle, dass ich dann abgeben kann an Melanie Herget, die uns mit ihrer Kompetenz von der Uni Kassel hier bestimmt ein großes Stück bereichern und nach vorne bringen wird. Frau Herget, Sie haben das Wort. Ja, wunderbar. Ich hoffe, alle können mich auch hören. Werde ich auch mal hier meine Folien einblenden. Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich werde in meinem kurzen, ja, Einstiegsgrundlagenvortrag auf vier Punkte eingehen. Zum einen natürlich nachhaltige Mobilitätskonzepte. Was sagen eigentlich die Daten? Auf welcher Basis bewegen wir uns eigentlich? Dann auch, was sagen die Menschen? Weil das eben auch ganz wichtig ist, wenn es um Verhaltensänderungen geht. Dann natürlich, was sind eigentlich so die Bausteine, die Ansatzpunkte, die Grundstrategien von nachhaltigen Mobilitätskonzepten? Und am Ende eben ein kurzes Fazit. Und was sagen die Daten? Zunächst einmal als Hintergrund, die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind in den vergangenen 30 Jahren eben in sehr vielen Handlungsfeldern deutlich zurückgegangen, wie hier eine Grafik vom Umweltbundesamt bzw. Allianz pro Schiene zeigt. In allen Bereichen nahezu bis auf den Verkehrssektor. Und das ist die rote Linie, die Sie ganz oben sehen. Und diese Entwicklung ist eben sehr, ja, nachdenklich stimmend, denn das steht auch im absoluten Widerspruch zu dem Ziel der Bundesregierung bis 2030, und das sind ja nur noch 9 Jahre, die Emissionen im Verkehrssektor um 40% zu reduzieren. Wir sind jetzt gerade bei so 0,2%, da ist also noch viel Luft. Nun, innerhalb des Verkehrssektors entfallen fast 60% der CO2-Emissionen auf den motorisierten Individualverkehr, also den Pkw-Verkehr. Gefolgt dann vom Straßengüterverkehr und von dem inländischen Luftverkehr. Um diese 40% Reduktion zu erreichen, wird es daher unvermeidlich sein, den Pkw-Verkehr auch zu reduzieren. Derzeit ist es jedoch so, dass ein Großteil der Wege in Stadt und Land mit dem Pkw zurückgelegt wird. Das sind hier die roten und orangen Balkenabschnitte. In ländlichen Räumen wird also deutlich weniger das Fahrrad genutzt, das sind die grünen Abschnitte, und noch weniger wird der öffentliche Verkehr im Alltag genutzt. Und schaut man jetzt noch etwas differenzierter in die deutschen Regionen hinein und unterscheidet nicht nur zwei verschiedene Räume, Raumtypen, sondern gleich sieben verschiedene, so werden die Unterschiede noch dramatischer. Wenn man diese beiden Extreme, die Metropolen und den kleinstädtisch-dörflichen Raum miteinander vergleicht.
Ich zeige das immer ganz gerne, weil ländliche Räume sind ja kein geschützter Begriff. Und es macht eben Unterschied, je nachdem, auf welche Definition von ländlichen Raum man sich so bezieht. Prüfen Sie also immer gut, wenn Sie statistische Auswertung sehen, wie die Definition dahinter ist. Ich werde im Folgenden vor allem mit dieser etwas feingranulareren Unterscheidung arbeiten. Nun, während in den Metropolen in den letzten Jahren zwischen 2002 und 2017 die Fahrradnutzung in allen Altersgruppen klar zugenommen hat, gab es in kleinstädtisch-dörflichen Räumen leider tatsächlich auch einen Rückgang, und zwar gerade bei der Gruppe der Jugendlichen und bei der Gruppe der Personen zwischen der Erwachsenen zwischen 40 und 60 Jahren. Dies ist eine Entwicklung, der halt unbedingt auch etwas entgegengesetzt werden sollte. Nun fragt man die Menschen, warum sie denn nicht öfter das Fahrrad statt das Auto nutzen, so spielt dieses Tierchen hier eine gewisse Rolle, denn die Freude am Fahrradfahren ist ja zumindest bei den Normalsterblichen stark abhängig vom Wetter, von den Entfernungen und von den Höhenunterschieden. Und dabei gibt es durchaus auch Unterschiede zwischen Stadt und Land. Während nämlich in den großen Städten, ja auch das ist hier jetzt mal orange hinterlegt, das ist eine Befragung vom Fahrradmonitor 2019, in den großen Städten wird eben das rücksichtslose Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmenden und auch die ja sehr komplexe und unklare Verkehrsregelung als ein Hinderungsgrund angeführt. Während die Menschen in den ländlichen Räumen stärker vom Fahrradfahren abhält, dass es überhaupt gar keinen Fahrradweg oder Radfahrstreifen gibt und wenn einer vorhanden ist, dieser eben sehr schlecht beleuchtet ist. Ja, schaut man sich einmal die Wegelängen an, so stellt man fest, dass eben ein Großteil der mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege ja unter 5 Kilometer lang ist. Egal in welchem Raumtyp. Allerdings werden in den Metropolen deutlich öfter auch Wege in diesem Bereich zwischen 5 und 10 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und zwar auch für die regelmäßigen Wege zur Arbeit, zur Ausbildung, zur Schule. Während die langen Wege, die es ja durchaus in ländlichen Räumen gibt, sogar auch über 10 und 20 Kilometer, das sind reine Freizeitwege im ländlichen Raum. Und der Grund für diese Unterschiede ist eben, dass man natürlich in diesem Entfernungsbereich von 5 bis 10 Kilometern in ländlichen Räumen bereits im außerörtlichen Bereich ist, wo deutlich höhere Pkw-Geschwindigkeiten vorherrschen, wo es oft enge Baumalleen gibt mit ausladenden landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit auf den Fahrbahnen und insgesamt wenig andere Verkehrsteilnehmende, was insgesamt dazu führt, dass das subjektive Sicherheitsempfinden beim Fahrradfahren dann eben auch ja deutlich schlechter ist. Nun, um auch bei den langen Alltagswegen eine Verkehrsverlagerung weg vom Auto hinzubekommen, spielt der öffentliche Personennahverkehr eine ganz entscheidende Rolle. Was sagen die Menschen zu dem Thema? Nun, für die Menschen ist der öffentliche, hier ist irgendwas verrutscht. Für die Menschen ist der öffentliche Verkehr gerade in den ländlichen Räumen oft zu langsam, er hat zu viele Umstiege und er fährt zu selten. Auch dafür würde ich noch gerne einen Blick nochmal in die Daten werfen. Vergleicht man nämlich die Pkw-Fahrzeit damit, wie lange man für die gleiche Strecke mit dem öffentlichen Verkehr benötigt hätte, und dazu gibt es interessanterweise Daten in der neuesten Mobilität in Deutschland Studie, dann zeigt sich, dass man eben im kleinstädtisch-dörflichen Raum ja deutlich öfter als in den Metropolen mit dem öffentlichen Verkehrsmittel eine halbe oder sogar eine ganze Stunde länger gebraucht hätte, als wenn man den Auto das den PKW genommen hätte. Das sind also hier die unteren drei Balkenabschnitte in Orange, Rot und Grau. Und Sie werden sicherlich mir zustimmen, dass bei solchen Reisezeitunterschieden das dann nur noch Überzeugungstäterinnen und Täter machen. Außerdem darf man bei allen Ansätzen für eine nachhaltige Mobilität eines nicht vergessen. Aus Sicht der Menschen ist eben der private PKW der Vergleichsmaßstab. Und ja, der Privat-Pkw, der stellt eben so eine universelle Komplettlösung dar, während alle anderen Angebotsformen
jeweils Stärken für ganz bestimmte Einsatzbereiche haben. Und diese Spezialisten müssen sich ergänzen, so wie ein gutes Puzzle, um eine vollwertige Alternative zum privaten PKW bieten zu können. Während der private PKW eben sofort verfügbar ist, mich schnell, direkt und bequem an mein Ziel bringt und zudem einen Schutzraum, einen Eigenraum um mich herum bildet, ist die große Herausforderung eben, wie bei den alternativen Verkehrsangeboten, die Nahtstellen, die Schnittstellen, also die Übergänge, die Umstiege möglichst reibungslos gestaltet werden können und wie die Reisezeit gegenüber dem Auto nicht höher wird. Ja, und schließlich, dritter Punkt natürlich, wie ich mich trotzdem in diesen Alternativen sicher und geschützt fühlen kann. Ein Punkt, der ja nun gerade auch durch die Corona-Pandemie nochmal ein ganz wichtiges Thema geworden ist. Nun, bei der Frage, wie man eigentlich Wege vom PKW auch aufs Fahrrad verlagern könnte, spielt noch etwas anderes eine wichtige Rolle, und zwar Wegeketten. Denn etwa 40% der Erwachsenen koppeln Aktivitäten auf einem Weg. Und dann ist es eben so, selbst wenn man den Weg zum Kindergarten mit 2 Kilometern locker mit dem Fahrrad zurücklegen könnte, wird, wenn darauf eben ein noch längerer Weg folgt, von zum Beispiel 20 Kilometern bis zur Arbeit, wird insgesamt trotzdem das Auto genommen. Dann ist es eben so, dass die längste bzw. auch die gefährlichste Teilstrecke das Gesamtverkehrsmittel bestimmt. Nun kommen wir zum Thema Mobilitätskonzepte. Um zu verstehen, was Mobilitätskonzepte eigentlich bezwecken, ist es ganz hilfreich, sich nochmal anzuschauen, welche Einflussgrößen eigentlich die Emissionen im Verkehr bestimmen. Die Emissionen sind das Produkt einmal aus der Verkehrsleistung, also der Anzahl und Länge der motorisiert zurückgelegten Verkehrswege und den spezifischen Emissionen je Fahrsituation. Und ja, die werden eben auch durch verschiedene Faktoren beeinflusst, die ich jetzt hier nicht einfach vorlese. Die Ansätze zur Verkehrsvermeidung, die wollen nun die Verkehrsleistung reduzieren. Und dazu gehören dann eben Maßnahmen wie zum Beispiel Anreize für mehr Homeoffice, für virtuelle Konferenzen wie hier, auch virtuelle Treffen, für dezentrale Versorgungskonzepte. Das ist gerade ja in ländlichen Räumen auch ein wichtiges Thema, Versorgung und Mobilität gemeinsam zu planen, gemeinsam zu denken und auch Lieferdienste. Nun, Ansätze zur Verkehrsverlagerung, die zielen darauf ab, dass die Menschen eben emissionsärmere, andere Fahrzeuge benutzen als bislang und dass die genutzten Fahrzeuge öfter geteilt werden und damit auch intensiver und länger benutzt werden. Dabei zeigt die Verkehrsverhaltensforschung, dass hierfür besonders so biografische Umbruchssituationen geeignet sind. Das sind sogenannte Gelegenheitsfenster, wo die eigenen Routinen ja überhaupt mal hinterfragt werden. Und man offener ist für Veränderungen. Das sind dann beispielsweise Umzüge, Wohnortwechsel, der Eintritt ins Rentenalter oder auch die Geburt des ersten Kindes. Außerdem hat sich gezeigt, dass erst die Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, sogenannten Push- und Pull-Maßnahmen, zu wirklich deutlichen Effekten führt. Dazu habe ich noch mal eine Folie mitgebracht. Also Pull-Maßnahmen, das sind Anreize, das sind also Maßnahmen, die darauf zielen, das Angebot zu verbessern, die Alternativen, das Puzzle, was ich eben gezeigt habe, möglichst gut und attraktiv zu gestalten, damit die Menschen es gerne nutzen, damit es alltagstauglich wird. Dazu gehört eben auf jeden Fall ein massiver Infrastrukturausbau im öffentlichen Personennahverkehr. Also eine Erhöhung der Taktdichte, der Bedienungshäufigkeit, auch eine Erhöhung der Geschwindigkeit und die Integration, die Abstimmung der Schnittstellen. Demgegenüber sind Push-Maßnahmen Restriktionen. Das sind alle Maßnahmen, die dazu dienen, die PKW-Nutzung etwas unattraktiver zu machen und damit sozusagen ja, die universelle Komplettlösung PKW und unser Puzzle ein bisschen mehr auf Augenhöhe zu bringen. Beispiele dafür sind eben ist die Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Das Thema Kostenwahrheit spielt hier mit hinein. Also wie können die Nutzungskosten des PKW erhöht werden?
Stärker die externen Umweltkosten integriert werden, Parkraummanagement und ähnliches spielt hier mit rein. Ja, ein Beispiel gibt es für das Land Baden-Württemberg, Verkehrsinfrastruktur 2030. Da wurden eben auch quantitativ Szenarien durchgerechnet und genau das hat sich dort auch gezeigt. Erst durch die Kombination aus Push- und Pull-Maßnahmen konnte 19% der Pkw-Fahrleistung dann eben bis 2030, also in den nächsten 9 Jahren, reduziert werden. Ja, der dritte Ansatzpunkt ist die Effizienzsteigerung. Solche Ansätze zielen eben darauf ab, durch technische Innovationen die Emissionen pro Kilometer, pro Person oder pro Serviceeinheit zu verringern. Und dazu gehören dann eben alle Maßnahmen einer Antriebs- und Energiewende, der Verkehrslenkung, gerade innerstädtisch, Navigation und auch der Assistenzsysteme, zum Beispiel auch im Bereich automatisiertes Fahren. Komme ich auch schon im Grunde genommen zu einem Fazit, und zwar die Bausteine von nachhaltigen Mobilitätskonzepten, die sind im Grunde genommen überall die gleichen, egal ob in Stadt oder Land. Also es geht immer um das Thema Sharing oder Teilen, gerade bei den Gelegenheitsfahrten. Es geht immer um das Thema Pooling oder auch Bündeln von Verkehren, überall dort, wo regelmäßige und räumlich-zeitlich ähnliche Verkehrsströme stattfinden. Es geht um das Thema aktive Mobilität, verstärken, verbessern, also Radfahren, zu Fuß gehen, für die kurzen Wege. Und es geht um das Thema Verkehrsvermeidung, insbesondere bei den sehr langen Wegen, auch bei Dienstreisen, Urlaubsreisen und Ähnlichem. Allerdings sind die konkreten Angebote, die diese Prinzipien dann verwirklichen vor Ort, die sind durchaus unterschiedlich in urbanen Räumen und in ländlichen Räumen. Ich werde jetzt ja auch nicht jedes Einzelne vorlesen, aber beispielsweise so ein sogenanntes Free-Floating Carsharing oder die vielen E-Scooter, die machen natürlich mehr Sinn wirklich in dicht besiedelten Innenstadtgebieten im urbanen Raum. Während im ländlichen Raum Sharing oder Teilen viel stärker im Bereich des privaten oder kommunalen Carsharing sich bewegt, oder auch so Vereinsbusse, die von verschiedenen sozialen Gruppierungen genutzt werden können für Ausflüge. Ja, auch der Bereich des Pooling, des Bündelns. In den Metropolen gibt es natürlich U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahnen, die diese großen Verkehrsmengen ganz anders bewältigen können und sich dort auch sehr schnell amortisieren können. Im ländlichen Raum geht es beim Thema Bündeln viel stärker darum, Park-and-Ride-Parkplätze beispielsweise an den Bahnhöfen bereitzustellen, Rufbuskonzepte, Bürgerautos, Einkaufsbusse und ähnliches vorzuhalten. Ja, und grundsätzlich ist es eben so, das Thema Verkehrswende, über das wir ja im Folgenden auch noch weiter und dann auch gerne noch konkreter mit Beispielen diskutieren werden, das ist ein ganz vielschichtiges Thema. Natürlich geht es auch um eine Verkehrsmittelnutzungswende. Wir wollen den Umstieg vom Pkw zum Beispiel auf den Umweltverbund fördern. Aber es gibt auch noch deutlich andere Facetten. Und alle diese verschiedenen Schichten, ich habe das als Verkehrswendetorte hier mal dargestellt, die brauchen auch bestimmte Rahmenbedingungen, die heute noch gar nicht überall gegeben sind, damit die wirklich ihre Wirkung entfalten können. Also neben der Verkehrsmittelnutzungswende brauchen wir auch eine Fahrzeuggewichtswende, weil bislang geht die Tendenz in die Richtung, dass die Fahrzeuge immer größer und schwerer werden, also viel mehr Energie verbrauchen pro Kilometer. Es geht darum, Materialeinsatz zu reduzieren pro beförderte Person. Braucht aber eben auch entsprechend andere Rahmenbedingungen, zum Beispiel bei der Besteuerung oder auch im Bereich der Straßenbenutzung. Wir brauchen eine Antriebs- und Kraftstoffwende, um eben die lokalen Emissionen und vor allem die Abhängigkeit von fossilen Energien zu reduzieren. Und hier sind natürlich auch Flottengrenzwerte ein wichtiges Instrument, gerade auf europäischer Ebene. Und aber auch ein Ausbau und die Kompatibilität der Ladeinfrastruktur. Wir brauchen eine Fernstreckenwende, weil es wirklich darum gehen muss, aus Klimaschutzgründen diese sehr langen, weiten Reisen zu reduzieren. Und als Sahnehäubchen brauchen wir eben durchaus auch eine Mitfahrkulturwende. Das ist aber aus meiner Sicht tatsächlich eines der schwierigsten Bereiche, weil wir in Deutschland derzeit nicht so eine Mitfahrkultur haben. Und
den Besetzungsgrad im Pkw zu erhöhen. Rein rechnerisch wäre das ein sehr schönes Mittel. Aber man muss die Menschen ja auch mitnehmen, wo sie stehen. Und ja, da gibt es natürlich auch Rahmenbedingungen, die das erhöhen können durch attraktive Fahrgemeinschaftsparkplätze oder wie in den USA solche High Occupancy Lanes, also wo nur Fahrzeuge mit mehr als einer Person drin langfahren können, dann zum Beispiel auch den Stau in eine Innenstadt rein oder an Engpässen, Brücken, ja, sozusagen da einen Reisezeitvorteil bekommen. Ja, also wie gesagt, Verkehrswende hat ganz unterschiedliche Facetten. Es gibt durchaus Unterschiede zwischen Stadt und Land, aber auch Gemeinsamkeiten. Und auch wenn es komplex ist, auch wenn es sehr viele Facetten mit sich bringt, ist es, glaube ich, ein sehr wichtiges und drängendes Ziel, und lohnt sich weiter in die Praxis auch umzusetzen. Denn schließlich beginnt ja Mobilität auch im Kopf. Und damit, ja, bedanke ich mich ganz herzlich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Herget. Sehr, sehr klar strukturiert, sehr vielfältig. Ich stelle mir die Frage, wie kriegen wir das alles so zusammen? Sind wir da auf einem guten Weg? Aber jetzt kommen schon erste Fragen. Ich beginne einfach mal. Ich glaube, überwiegend sollten wir jetzt erstmal Verständnisfragen stellen und dann nachher in die eigentliche Diskussion nach dem zweiten Vortrag einsteigen. Herr Professor Jung hat eine erste Frage. Nein, der hatte eigentlich nur applaudiert. Das war die Ah, Frage zum Applaudieren. sorry. Alles Aber ich klar. kann gern eine Frage stellen, wenn ich der Erste bin, Herr Toben. Man los, Ja, ja, okay. das hilft Vielen mir, Dank. ja. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Vielleicht ein Kommentar zur Fernreiseeinschränkung. Sie sind noch jung, aber im Wahlkampf 1998 hatte eine grüne Politikerin die Forderung erhoben, dass in Zukunft nur noch alle 5 Jahre eine private Flugreise, Urlaubsreise möglich sein soll. Es gab einen Sturm der Entrüstung und die Grünen haben das sofort zurückgenommen, weil sie wussten, dass damit kann man keine Wahl gewinnen. Nur als Kommentar. Ich habe auch seitdem diese Forderung nicht mehr gehört, bis heute jedenfalls. Aber das vielleicht nur als Kommentar. Frage zu den Mobilitätskonzepten und zum Autosharing. Ich erlebe das gerade bei Mitarbeitern, die Autosharing machen und nicht mehr machen und welche Gründe sie haben. Tatsache ist ja, dass wir heute noch nie so viele PKWs zugelassen haben in Deutschland in der Geschichte des Landes. Ich könnte kurz fragen, warum ist das so? Trotz aller Ermahnungen, trotz Hinweise auf Energiesparen, Autosharing und so weiter, steigt die Zahl der zugelassenen PKW immer noch. Ja, also das ist sicherlich auch ein ganz, ja, auch ein eigenes größeres Thema. Also Autobesitz ist vergleichsweise günstig, beziehungsweise die Kostenwahrnehmung ist verzerrt. Also da spielt auch die Psychologie wieder eine Rolle, ne? Wir haben ja bei der Autonutzung, also je nachdem, wie alt das Auto ist, die wenigsten kaufen ja Neuwagen. Also Neuwagen werden in der Regel für Dienstflotten angeschafft. Ansonsten die Privathaushalte kaufen in der Regel Gebrauchtfahrzeuge, weil ja der Wertverlust auch sehr hoch ist in den ersten Jahren. Also durchaus rational. Allerdings, ne, ist das eine einmalige große Investition, und danach tauchen diese großen Kosten im Alltag so nicht mehr auf. Das Tanken ist vergleichsweise günstig in Deutschland. Das wird minimal derzeit durch Besteuerungen ja durchaus erhöht, aber es ist nicht in der Größenordnung, dass es Verhaltensänderungen hervorruft. Und das ist natürlich auch schwierig. Also ich bin auch vorsichtig damit, nur über die Kostenschraube, sage ich mal, Pkw-Nutzung zu verteuern, weil dadurch kann es zu einer Schieflage kommen, dass gerade besonders dünn besiedelte Räume besonders hart betroffen werden. Weil man muss ja Alternativen haben. Also grundsätzlich macht es nur Sinn, sozusagen, ja, das in einem Zusammenspiel und auch in Gesprächen mit der Bevölkerung zu handhaben. Also, dass man eben Pkw-Nutzung stärker an die realen Kosten anbringt. Also es gibt Studien zu den externen Kosten des Pkw-Verkehrs und die machen eben deutlich, dass eigentlich die Pkw-Nutzung viel teurer ist. Wir haben bei uns am Fachgebiet auch ein Tool entwickelt in einem Projekt, wie teuer eigentlich die Kommunen
Der Pkw kommt im Vergleich zu ÖPNV und Radverkehr. Und da gibt es also sozusagen aus wissenschaftlicher, umweltwissenschaftlicher, verkehrswissenschaftlicher Sicht eine Schieflage. Pkw-Verkehr ist viel teurer, als wir ihn wahrnehmen, die eigentlich wieder ausgeglichen werden müsste, indem eben der Umwelt stärker ein ökonomischer Wert zugesprochen wird. Das bringt aber soziale, ja, Spannungen mit sich. Und insofern muss man das eben auch gut gucken, dass gerade für die Bevölkerungsgruppen, die derzeit keine Alternative zum Pkw haben, Alternativen auch geboten werden. Weil ansonsten, ja, ne, ist das dann etwas, was nur, wo die Reichen fein raus sind, sage ich mal. Also die derzeitige CO2-Steuer ist eben etwas, wo verrückterweise eben tatsächlich die hohen Einkommensgruppen eher von profitieren. Und so etwas sollte eigentlich nicht der Fall sein. Damit würde ich die Antwort gerne abschließen. Professor Jung ist scheinbar auch zufrieden damit. Ganz herzlichen Dank. Danke dafür. Und wir kommen jetzt und wir diskutieren nachher alles im Zusammenhang. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Impuls von Timo Wiemann, Koordinator des Dörpsmobil SH, der sich auch noch mal gerne selber vorstellen sollte und uns dann noch mal einen ergänzenden Impuls gibt. Herr Wiemann, Sie haben das Wort. Schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich stelle mich noch mal kurz vor, bin Projektleiter fürs Projekt Dörpsmobil Schleswig-Holstein. Das Projekt stelle ich jetzt gleich im Nachhinein vor. Ein Großteil ist dabei die Koordinierungsstelle. Zu den Aufgaben werde ich aber auch im Laufe meines Vortrags kommen und greife jetzt erstmal die vorletzte Folie von Frau Herget auf. Da gab es die Bausteine nachhaltiger Mobilitätskonzepte im ländlichen Raum. Ein Punkt war Sharing. Und mit diesem Thema sind wir im Prinzip auch schon beim Dörpsmobil. Zum Beginn erstmal, was sind Dörpsmobile? Das sind sogenannte Dorf-Gemeinschaftsautos, das heißt eine gemeinschaftliche Nutzung, Sharing eines elektromobilen Fahrzeugs. Also wichtig ist hier auch das Elektromobile, was aus der Bevölkerung heraus initiiert wurde oder von der Gemeinde und was über die Gemeinde oder den Verein betrieben wird. Wobei man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Wir haben jetzt aktuell in Schleswig-Holstein 31 Dörpsmobile in 26 Vereinen und einer Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde Damp hat jetzt gerade sich beschlossen, auch ein Dörpsmobil zu installieren und die werden es über die Gemeinde, über Ehrenamtler betreiben. Alle anderen Dörpsmobile sind aktuell vereinsbetrieben. Welche Voraussetzungen haben wir so für die Dörfsmobile im Projekt? Das ist einmal die Antriebsart Elektro. Es muss ein öffentliches Angebot für jeden sein. Das Projektziel war auch immer, Mitfahrgelegenheiten zu fördern, ist jetzt durch Corona ein bisschen ins Hintertreffen geraten und ist auch nicht so aktuell. Und der vierte Punkt ist natürlich auch die Absichtserklärung, auch wichtig für Schleswig-Holstein, erneuerbare Energien zu nutzen. Das Projekt hat im Wesentlichen drei Bausteine. Das ist die Koordinierungsstelle, wie ich gerade gesagt habe, die Dörfsmobil-Botschafter und die Buchungs- und Abrechnungssoftware, die wir den Vereinen landesweit zur Verfügung stellen. Ja, einmal zur Koordinierungsstelle. Wie versuchen wir halt Sharing erstmal, also erstmal das Sharing und die Elektromobile voranzubringen? Wir unterstützen und beraten interessierte Vereine, Gemeinden und Initiativen. Bei der Initiierung eines solchen Dörpsmobils sammeln auch alle Daten und Informationen aus den Gemeinden zusammen oder aus den Vereinen und bereiten sie auf und stellen sie zur Verfügung. Wir haben gleichzeitig auch einen E-Mail-Verteiler eingerichtet, wo interessierte Fragen stellen können. Die sende ich dann einfach eins zu eins so weiter und dann kommt im Prinzip innerhalb von einem Tag meistens 7 Antworten, wie die das Problem gelöst haben. Also da ist der Austausch schon sehr gut. Dadurch versuchen wir auch ein landesweites Netzwerk aufzubauen und die Dörpsmobil-Familie zu stärken, um halt Wissen, was da ist, einfach gut zu vernetzen. Das versuchen wir auch über unsere Seite dörpsmobil-sh.de. Da sind auch die einzelnen Dörpsmobile hinterlegt auf einer Karte, wo die Personen dann auch angeschrieben werden können oder sogar angerufen werden können, wenn sie die Telefonnummer hinterlegt haben, um halt wieder Informationen und Wissen zu transferieren zu diesem Projekt. Ja, und
Dann stellen wir natürlich noch die einheitliche Soft- und Hardware-Lösung vor. Das ist eine App, die wir den DERPS-Mobilen zur Verfügung stellen, womit sie das Auto buchen und abrechnen können. Sie können es auch öffnen und schließen. Dient den Vereinen zur Erleichterung, also man muss sich das vorstellen, die ersten DERPS-Mobile, also mit das erste, oder das erste war in Klicksbühl 2016, die haben ein Auto geleast, eine Versicherung organisiert, haben eine Ladesäule errichten lassen, haben einen Schlüsseltresor besorgt und so wurde das DERPS-Mobile dann über einen Kalender, den man im Internet aufrufen konnte, verliehen und der Schlüssel wurde in dem Tresor hinterlegt. Durch diese App ermöglicht man den DERPS-Mobilen halt alles vollautomatisiert zu regeln. Der Schlüssel wird im Auto hinterlegt. Das heißt, der Schlüsseltresor, den benötigt man vor Ort nicht mehr. Es können auch keine Doppelbuchungen stattfinden. Die Abrechnung muss nicht mehr händisch am Monats- oder Quartalsende erledigt werden. Das geht mittlerweile vollautomatisch und so haben wir versucht, den DERPS-Mobilen eine Soft- und Hardware-Lösung mit an die Hand zu geben, die ihnen den Betrieb erleichtert. Weil man darf nicht vergessen, DERPS-Mobile finden da statt, wo gewerbliche Carsharer nicht hingehen möchten oder wollen, weil sich es nicht rentiert. Das heißt, die Differenz zwischen dem, was dann die DERPS-Mobile eigentlich erwirtschaften müssen und was ein Carsharer kosten würde, wird im Prinzip durch ehrenamtliche Dienstleistungen geregelt. Und da haben wir versucht, die Dienstleistung ein bisschen zu reduzieren, indem wir die Technik mit an die Hand geben. Ein weiterer Schritt, den wir jetzt gemacht haben, wir haben versucht, DERPS-Mobil-Botschafter zu bekommen, sondern wir haben welche, die wir demnächst auch öffentlich auf der Seite darstellen werden. Das heißt, dann werden in verschiedenen Regionen Personen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die ein Projekt schon mal komplett umgesetzt haben von Anfang bis Ende. Da sehen wir den Vorteil, dass es erstmal die Koordinierungsstelle entlastet wird, die momentan halt ich alleine führe und zweitens, ich sehe gerade, Sie sehen keine Präsentation, ich habe keine Präsentation. Wenn Sie dazu noch eine Präsentation haben möchten, kann ich die im Nachhinein gerne rumschicken. Allerdings, weil ich einen kurzen Impulsvortrag halte, wollte ich keine Präsentation mit hochladen. Jedenfalls werden die DERPS-Mobil-Botschafter dann noch mal ein bisschen also projektorientierter unterstützen können, weil sie erstmal aus der Region kommen. Das heißt, die Bindung ist besser und die Gemeinschaft wird dadurch noch mal gestärkt. Zudem steigert es auch nochmal die Akzeptanzförderung für Elektromobilität und alternative Mobilitätsformen, weil was wir auf den Netzwerktreffen gemacht haben, die wir herausgefunden haben, die wir jährlich stattfinden lassen, dass zwar die Theorie immer sehr schön und gut ist, das nochmal zu hören von einer Person, allerdings die, sage ich mal so, Zwischentöne, die in den Bänken stattgefunden haben, während des Austausches, dass der eine Verein den anderen fragt, wie habt ihr das gemacht, bringt noch mal ein bisschen mehr Sicherheit bei der Umsetzung eines DERPS-Mobils. Und wie gesagt, noch mal zu den Zahlen. Wir haben aktuell 27 aktive Vereine oder beziehungsweise eine Gemeinde dabei, 31 DERPS-Mobile. Davon haben 13 bisher die Buchungs- und Abrechnungssoftware im Betrieb. Alle anderen arbeiten noch nach dem alten Modell. Die Vereine, auch mal einfach so zur Kenntnis, haben in der Regel um die 40 Mitglieder. Allerdings haben mir bisher auch alle zurückgemeldet, weil die meisten haben ja ein Auto, manche haben zwei, dass in der Regel 4 bis 10 regelmäßige Nutzer da sind. Dann gibt es noch Leute, die hin und wieder das Auto nutzen. Allerdings die meisten sagen 4 bis 10, wenn die gut nutzen, auch wenn die Nutzungszeiten, das muss man auf dem Land auch dazu sagen, gut zueinander passen, dann reichen 4 bis 10 regelmäßige Fahrer, um so ein DERPS-Mobil kostendeckend zu betreiben. Und vielmehr muss man dann auch gucken, ob sich's dann noch rentiert, weil man, weil das Auto muss auch eine gewisse Verfügbarkeit haben und eine gewisse Erreichbarkeit. Auf dem Dorf ist halt die Frage der Erreichbarkeit so geregelt, dass wir immer als Hinweis geben, wenn man das DERPS-Mobil installiert, man soll erstmal gucken, wo sind die meisten Nutzer und es dann in
in deren Mitte stellen. Nicht gucken, dass ich es im Dorfzentrum präsentiere, wenn dann halt die Nutzer zu weit weg wohnen, wird es nicht mehr genutzt. Und dann haben wir noch, das war es schon. Ja, dann wollte ich noch sagen, der größte Verein hat bei uns 100 Mitglieder in Medelbü. Die haben dann auch direkt zwei Autos, aber auch da ist die Rückmeldung, diese 100 Mitglieder sind nicht zwangsläufig auch immer alle Nutzer, sondern dienen auch dem guten Zweck. Und da ist, glaube ich, auch das nochmal was, also die Botschaft, die aus dem ersten Vortrag auch so ein bisschen rauskam. Es ist natürlich auch im Prinzip, man muss überlegen, also vor Ort dann auch, ist der Mensch, also möchte der Mensch diese Veränderung? Weil man kann das Angebot so gut wie möglich machen. Wenn ich mich nicht verändern möchte, dann kriege ich es nicht umgesetzt. Aber soweit erstmal zum Projekt Dörbsmobil. Falls Fragen sind, gerne. Jo. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Timo Wiemann. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung zu dem ersten Beitrag gewesen. Jetzt ist das Feuer frei für alle. Ich selber hatte ganz am Anfang im Chat die Frage, vielleicht auch an Sie beide gerichtet. Ich selber spüre nämlich, wohne im Dorf und erkenne, ich habe von den großen Bussen gesprochen, kenne auch das Dörbsmobilprojekt, spüre schon eine wesentliche Veränderung im Verhalten, auch in der Begeisterung zum Thema, nachdem sich Corona so in den Köpfen festgesetzt hat und dass da Ängste entstanden sind. Und ich glaube, das Mobilitätsverhalten ist doch jetzt ein anderes geworden, oder? An Sie beide gerichtet. Ja, ich glaube, es ist noch zu früh, um wirklich die Mittel- und Langfristfolgen im Verkehrsverhalten sicher abschätzen zu können. Also natürlich sind durch die Lockdown-Phasen, auch die abgestuften Schutzmaßnahmen, also das Bewusstsein sozusagen für die Nähe mit anderen Menschen, die man eben nun auch genau in den gebündelten und geteilten Fahrzeugen hat, gibt es da mehr Berührungsängste, ne? Also das Thema Mitfahrkultur, was ich auch angesprochen habe, was schon vor Corona kein leichtes war. Also es gibt eine Vielzahl an ländlichen, engagierten Mitfahrinitiativen, die allesamt, also nicht alle, aber eben sehr viele auch wieder gescheitert sind. Es gibt viele Mitfahrbänke, die eben weil sie auch günstig sind, errichtet wurden, aber auch eher dem Sitzen als dem Mitfahren dienen. Also das Thema Mitfahren, gemeinsam fahren, hat sicherlich einen ganz, ganz starken Rückschlag erlitten, sage ich mal, ne? Durch die Angst vor Ansteckung. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass die Verkehrsunternehmen sich sehr schnell eigentlich angepasst haben. Also die haben allesamt engagierte Hygienekonzepte entwickelt. Die haben auch sehr flexibel die Schülerverkehre unter den ja fast täglich wechselnden Bedingungen mit Wechselunterricht und doch Homeschooling und so weiter sich da angepasst. Interessant ist die Frage, ob das Thema Schulzeitstaffelung vielleicht durch Corona gerade in ländlichen Räumen noch mal eine Renaissance erfährt. Warum ich das Thema wichtig finde, ist, in ländlichen Räumen brauchen sie ja also eine bestimmte Anzahl Busse allein für die Spitzenzeiten. Und das sind eben die Schülerverkehre. Die machen 70% der Fahrgäste aus. Und weil die aber eben auch alle zur gleichen Zeit quasi zum Schulbeginn da sein müssen. Wenn man da also geschickt die Schulanfangs- und Endzeiten etwas variiert zwischen den Schulzentren, ist es möglich, mit weniger Schulbussen und mehr Umläufen zu arbeiten. Also jetzt mal rein ökonomisch betrachtet. Aus sozialer Perspektive ist natürlich so, dass viele Eltern trotzdem auch keine flexiblen Arbeitszeiten haben und Interesse daran haben, dass die Schulzeiten nicht sich ständig ändern. Also das ist etwas, das kann man auch nicht am Schreibtisch top-down beschließen, sondern das braucht einen Dialogprozess zwischen der ÖPNV-Planung und der Schulplanung und den Eltern. Aber es ist trotzdem ein interessantes und wichtiges Thema und ist tatsächlich eben durch Corona wiederum wieder salonfähiger geworden, weil da plötzlich die Eltern auch das Interesse hatten, dass weniger Schüler gleichzeitig transportiert werden. Welche Folgen es langfristig hat? Man kann nur sagen, in ländlichen Räumen sind die Verkehrsverlagerungen zugunsten des Fahrrades deutlich geringer ausgefallen. Also
dass sozusagen, ne, die Klimawirkung besteht eher darin, dass die Leute gar nicht zur Arbeit gefahren sind, die es konnten. Ja, vielen Dank, Frau Herget. Timo Wiemann, noch eine Ergänzung? Corona-Konsequenzen beim Dörfsmobil? Man hört sie nicht. Ton ist abgeschaltet, glaube ich. Ja, Entschuldigung. Ja, alles klar. Jetzt hab ich es angemacht. Also zu Anfang, während Corona war bei den Dörfsmobilen, da hatten wir doch eine Umfrage gemacht, auch spürbar, dass die Buchungen zurückgegangen sind. Auch gerade, weil dann Leute aus dem Homeoffice direkt gearbeitet haben. Oder aber die Fahrten beim Dörfsmobil ist ja die Nutzergruppe meistens sehr, sehr heterogen. Das heißt, wir haben Arbeitnehmer, aber wir hatten auch die Gemeindevertreter, die Feuerwehr als Nutzer und diese ganzen Veranstaltungen von Gemeindevertretungen, von Feuerwehren, von Vereinen haben nicht stattgefunden und da war ein enormer Buchungsrückgang zu verzeichnen, hat sich aber mittlerweile auch gelegt. Also so zumindest die Rückmeldung von den meisten Vereinen. Was ich persönlich festgestellt habe oder auch als Möglichkeit, natürlich sind die Mitfahrgelegenheiten nicht mehr attraktiv aktuell. Allerdings, wir vom Dörfsmobil sehen ja auch nicht das Dörfsmobil als so Substituierung für den Erstwagen, sondern eher den Zweit- und den Drittwagen auf dem Dorf. Und ich habe jetzt während Corona auch, also im persönlichen Bereich festgestellt oder im Austausch mit meiner Familie, weil ich der Einzige bin, der halt aus Kiel Carsharing nutzt, die anderen wohnen am Niederrhein auf dem Dorf, dass meine Autokosten während Corona halt auch dementsprechend niedrig ausgefallen sind und man dann für 30 oder 40 Euro auch keinen Zweitwagen pro Monat finanzieren kann. Da ist der Kostenaspekt, den Frau Herget im ersten Vortrag gebracht hat, vielleicht dann doch etwas immenser, wenn ich jetzt auf einmal merke, ich brauche meinen Zweitwagen eigentlich noch weniger und kann eventuell auch auf andere Sachen umsteigen. Das könnte also noch mal so einen Schub geben nach Corona, aber wie es genau ist, weiß ich auch nicht, aber die Hoffnung Okay. ist da. Super. Ja, vielen Dank, Herr Wiemann. Jetzt habe ich eine Wortmeldung von Hans-Walter Henningsen. Sie haben Ihre Hand gehoben. Bitte schön. Ja, kann man mich verstehen? Ja, perfekt. Prima, recht schönen Dank. Erstmal herzlichen Dank für die Referenten, die sehr ausführlich berichtet haben. Und ich möchte gleich einmal anmerken, dass es letzten Endes Erfolg und Misserfolg immer auch von der Alltagstauglichkeit solcher Unternehmungen abhängt, inwieweit denn auch jeder Bürger, der letzten Endes bereit ist, das anzunehmen. Ich denke mal, wenn man nur zur Arbeit fährt oder Besuche macht oder Theater möchte, dann ist ÖPNV sicherlich eine wunderbare Sache, dass man auch damit abdecken kann. Aber wenn ich einen Wocheneinkauf erledigen will, dann gehen die Probleme nämlich schon los. Wie kriege ich es getragen? Und mit zwei Tüten alleine dort an der Hand wird das ein bisschen schwierig. Also das sind so viele, viele Dinge, die in die Lebensbereichen der Menschen mit reinspielen, wo dann auch entschieden wird, ja, was ist für mich jetzt bequemer? Und das ist bisher einfach das Fahrzeug, da steckt man den Schlüssel rein und man fährt los und kommt dann abends bis vor die Garage wieder nach Hause. Dann komme ich nochmal auf die Elektromobilität zurück. Es wurde angesprochen, dass es überwiegend auch beim Neufahrzeug Firmenkunden sind oder Flottenkäufe sind und weniger für den Privatkauf. Wenn wir wirklich eine Umstellung brauchen, denn müssen wir natürlich auch von den Kosten runter, nicht nur vom Gewicht und sondern auch die Kosten für diese Investitionen, dass das auch für die mehr Menschen auch attraktiver wird. Denn nicht jeder ist einkommensmäßig so ausgerüstet oder ausgestattet, dass er sich einfach so ein neues Fahrzeug, E-Mobilität auch leisten kann. Mal abgesehen von den Ladestationen, die ja sehr dürftig noch aufgestellt sind, obwohl wir hier oben in Schleswig-Holstein sicherlich präsentiert sind dafür, dass wir durch die Windkraft natürlich eine Menge Strom produzieren können, aber der ja selbst in die Ladestation nicht mal gerade im ländlichen Bereich genutzt werden kann, weil es dort einfach die Infrastruktur und die Leitungskapazitäten nicht da sind. Dann hatten Sie noch gesagt, einmal die Kosten für die Kommunen. Ich habe nur selber 10 Jahre Gemeindevertretung hinter mir bei hier in Basbüttel. Und irgendwie müssen auch die Straßen auch eine Breite haben, ob wir nun mit Auto fahren oder nicht. Es müssen immer Fähr- und Entsorgungsfahrzeuge auch da durchkommen. Das Einzige, was man vielleicht sich einsparen könnte bei dieser Geschichte, das wären die Parkplätze, die an den Seitenstreifen gemacht
werden. Da könnte man ja sicherlich dann auch gewisse Grünstreifen oder Blühstreifen machen. Darüber kann man sicherlich auch diskutieren und philosophieren. Aber ich denke mal, das ist, glaube ich, gar nicht mal so unbedingt der Punkt. Dann ist es natürlich auch eine Sache mit dem ÖPNV und auch diese ganzen Anbieter, die wollen natürlich auch irgendwo oder unterm Strich Gewinne machen. Das ist auch logisch, anders kann es nicht funktionieren. Aber alles, wo man auch Geld als Kommune in die Hand nimmt, ist mir gar nicht so richtig bekannt, dass es überhaupt ein kommunales Unternehmen gibt, was in diesem Bereich überhaupt Gewinne erwirtschaften kann. Wenn wir das wollen, dann müssen wir noch ganz anders denken. Und ich denke mal, wir sind ja ganz am Anfang dieser ganzen Diskussion und das wird ein langer Weg werden und viele, viele kleine Mosaiksteine, die passen noch nicht so ganz zusammen, aber die müssen doch irgendwie in Einklang gebracht werden. So, eine letzte Frage noch, wollte ich die jetzt gelassen. Ach so, das Freizeitverhalten zum Beispiel. Wenn man tagsüber Berufsschule kriegt man vielleicht noch hin. Aber gerade im ländlichen Bereich ist es, wenn man Freizeit macht für Sport oder andere Dinge, selbst wenn am Tage der ÖPNV noch funktioniert, in den Abendstunden ist doch gerade dann eigentlich nichts mehr los und dann greift man dann auch zwangsläufig auf Auto wieder zurück. Und wenn man an den Abendstunden das Auto braucht, um meine Freizeit zu gestalten, dann ist es natürlich wesentlich schwieriger am Tage dafür, den ÖPNV zu nennen. So, jetzt möchte ich auch Schluss machen. Danke, Herr Nimsen, vielen Dank. Vielleicht, Frau Dr. Herget, können Sie mal darauf eingehen. Das war ja so ein bisschen der Hinweis, wir brauchen alltagstaugliche Umsetzung. Gibt es aus ihr, also einmal gerne nochmal zu dem, was Herr Nimsen gesagt hat, und dann würde ich da gerne ergänzen, gibt es vielleicht Beispiele, die Sie so im Hinterkopf sagen, da sollten die Schleswig-Holsteiner mal hinschauen. Aus dem ÖPNV-Bereich habe ich immer so Karlsruhe oder Ähnliches so im Hinterkopf. Haben Sie für diese aktuellen Themen ein Beispiel, wo Sie sagen, da schaut noch mal ein bisschen genauer hin in Schleswig-Holstein? Jetzt muss ich auch so meine Stummschaltung wieder aufheben. Also vielleicht erstmal ganz kurz, also öffentlicher Personennahverkehr ist tatsächlich nicht kostendeckend zu betreiben. Also Gewinn macht mit öffentlichem Verkehr auch in den großen Städten niemand, nur die Nutzerfinanzierungsanteile sind höher in der Stadt. Also Nutzerfinanzierung macht im ländlichen Raum nur einen sehr kleinen Anteil aus. Und die Nutzer mussten in den letzten Jahren auch deutliche Kostensteigerungen tragen, viel stärker als eben Kostensteigerungen bei den Lebensmitteln, Lebenshaltungskosten oder auch bei der Pkw-Nutzung. Also da ist sozusagen schon ziemlich viel abgeschöpft und kann man nicht durch jetzt mal höhere Ticketpreise oder so erwarten, dass da noch mehr zu holen wäre, zumal man ja eben Leute zum Umsteigen bringen will. Also insofern geht es schon auch darum, was ist es der öffentlichen Hand wert, Verkehrsalternativen bereitzuhalten und wie können diese Alternativen gegenfinanziert werden. Und da ist eben Deutschland derzeit von dem Rechtsrahmen her so aufgestellt, ganz anders als beispielsweise in Frankreich oder in der Schweiz, auch in Skandinavien gibt es viel mehr Möglichkeiten der Nutznießerfinanzierung, weil Grundstückseigentümer, Unternehmen, große Arbeitgeber, die haben durchaus einen großen Vorteil davon, dass wir in den Gegenden, wo wir ein gutes ÖPNV-Angebot haben. Also dadurch steigt der Wert von Immobilien, dadurch bekommt man besser Fachkräfte, qualifizierte Arbeitnehmer. Und das ist eben, es gibt Dinge sozusagen, die kann man durchaus noch anders monetär bepreisen und damit auch andere Anreize setzen. So. Und was Sie angesprochen haben mit dem Freiverkehr, öffentlicher Verkehr in den Abendstunden für den Freizeitbereich, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Also dass gerade Freitag und Samstagabend da eben auch ja, Linien angeboten werden, dass es möglich ist, aus dem ländlichen Raum Kulturangebot wahrzunehmen, Freunde besuchen, essen gehen zu können. Das kann man eher durch Bedarfsverkehre, zumindest dann wirklich im ländlichen Raum, abdecken, sodass eben da nur ein Rufbus fährt oder auch ein Anrufsammeltaxi, wenn es auch wirklich nachgefragt wird. Beispiele gibt es
Natürlich eine ganze Menge. Das ist jetzt die Frage, in welche Richtung Sie so gehen wollten. Also was ich persönlich spannend finde, ist zum Beispiel der Ansatz, der im Landkreis Vechta und jetzt demnächst auch Landkreis Kloppenburg gefahren wird. Das nennt sich Mobil Plus mit 2 O. Die haben den Ansatz gefahren, dass sie flächendeckend im ganzen Landkreis gesagt haben, ihr kommt. Wir machen sozusagen ein Maximalangebot auf Abruf. Also ihr könnt anrufen und innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, kommt ihr dann halt auch wirklich zu jedem beliebigen anderen Ziel. Und dann wurde sozusagen aufgrund dieser realen Nachfrage, die sie dadurch quasi indirekt erhoben haben, also sie haben nicht einfach Fragebögen verteilt, sondern sie haben gesagt, wir machen flächendeckendes Rufbusangebot bei uns und bekommen dadurch eben auch die Nachfrage, die sonst immer hinten runterfällt, weil die sozusagen der Verkehrsplaner am Schreibtisch, auf die ist er gar nicht gekommen, dass da jemand ein Interesse hätte, befördert zu werden, weil da ist ja noch nie ein Bus gefahren. Also das fand ich ganz spannend. Die haben dann sozusagen ausgehend von dem flächendeckenden Angebot, das immer weiter dann ja, so ausgebaut, dass sie festgestellt haben, okay, auf den Achsen zu den Zeiten haben wir so viel Nachfrage, da können wir wieder einen Linienbus fahren lassen. Hier bleibt es bei dem ja, Angebot auf Abruf. Aber wir brauchen eben wirklich im gesamten Landkreis ein einheitliches Tarifsystem, was ganz einfach ist, und eine bargeldlose Ticketabrechnung mit Bestpreisgarantie, sodass klar ist, ich muss nicht irgendwie mehr zahlen, nur weil ich jetzt ja, was weiß ich, ja, nicht wusste, dass ich diesen Monat 10-mal fahren muss, statt nur 3-mal. Also den Ansatz finde ich zum Beispiel ganz spannend, und der ist außerhalb von Schleswig-Holstein. Ansonsten ist es für den ländlichen Raum auch wichtig, das nennt sich landesbedeutsame Schnellbusachsen. Das gibt es in Sachsen-Anhalt schon länger, im Altmarkkreis Salzwedel beispielsweise seit vielen Jahren. Bekannt geworden sind auch so ein bisschen die Plusbusse in Potsdam-Mittelmark bzw. generell Brandenburg. Die Idee dahinter ist, dass nicht mehr jeder Landkreis für sich, sag ich mal, sein Busangebot konzipiert, sondern dass tatsächlich da das Bundesland stärker Verantwortung übernimmt und eine Art ja, Mindestbedienstandard setzt und sagt, okay, also auf den Achsen zwischen allen Mittelzentren wollen wir stündlichen Busverkehr bieten. Also, dass die wirklich immer gut miteinander verbunden sind, jenseits des Pkw-Verkehrs und insbesondere auch jenseits der Schienenachsen. Weil es gibt zwar Bundesländer wie Baden-Württemberg, oder Bayern, die haben noch ein recht fein ausgebautes Schienenverkehrsnetz. Das ist aber längst nicht in allen Bundesländern der Fall. Und gerade da sind so landesbedeutsame Schnellbuslinien eigentlich ja, sehr, sehr hilfreich, um erstmal, sage ich mal, so eine Art Rückgrat, so wie im menschlichen Körper, ne? Unser Rückgrat ist ja ganz, ganz wichtig als Hauptachse, dass das erstmal steht. Und dann können die Landkreise, auch die Gemeinden überlegen, Mensch, wie schaffen wir eine Anbindung an diese Hauptachse, die zu uns, zu unserer Mobilitätskultur passt. Wollen wir da einen vernünftigen Fahrradweg hinbauen zur Schnellbushaltestelle? Wollen wir da ein Dörpsmobil fahren, also anbieten? Wollen wir da einen Bürgerbus fahren lassen? Oder wie wollen wir das eigentlich gestalten? Ja, also dann gibt es natürlich auch Ansätze aus dem Tourismus und aus dem Lastenradverleih und ähnliches, aber Genau, das führt jetzt super. vielleicht ein bisschen weit. Ganz herzlichen Dank. Ja, Kreise Vechta, Kloppenburg, das merke ich mir. Timo, da vielen Dank. Timo Wiemann, Alltagstauglichkeit der Dörps-Mobile, so die Frage, kombiniert mit einer Fragestellung aus unserem Chat. Woraus resultiert die hohe Dichte der Dörps-Mobilvereine im nördlichen Schleswig-Holstein? Sind die da etwas alltagstauglicher als in anderen Bereichen oder woran liegt es? Erstmal zur Alltagstauglichkeit allgemein. Habe ich ja gerade im ersten Teil schon mal gesagt, da wir sozusagen den Zweitwagen substituieren sollen, sind sie meines Erachtens, gerade weil wir auch kein Free-Floating haben, sondern stationsbasiertes Carsharing, also ich lade das Auto an einem Ort aus und bringe es dahin zurück für, sage ich mal, Besuch beim Arzt. Fitnessstudio im Nachbardorf, Einkäufe im Nachbardorf
Und dann habe ich auch eine gewisse Bequemlichkeit, da ist die Alltagstauglichkeit schon gegeben. Für Sachen wie Pendeln und andere Sachen würde ich sagen, ist es nicht tauglich. Dann wollte ich auch nochmal, Herr Henningsen hatte was zu Ladesäulen und Infrastrukturen gesagt. Für die Dörfsmobile aus deren Sicht spielt das keine große Rolle, weil wenn man genau hinguckt, die meisten Autos haben mittlerweile eine Reichweite um die 300 Kilometer. 80%, 90% der Fahrten liegen weiter runter. Die liegen meistens so bei 50 Kilometern, 60 Kilometern. Das heißt, die Ladesäulen sind nicht ganz so entscheidend. Dann ist vielleicht ein zweiter Nachteil, den die Ladesäulen aktuell haben. Wenn ich durch Orte fahre, sehe ich natürlich ganz schnell mal Shell und Aral oder andere Tankstellen. Aber die Ladesäulen haben nicht solche großen Aufhänger wie die Tankstellen bisher. Also ich habe 2019 in diesem Projekt angefangen und habe mir dann auch als Ziel gesetzt, alle meine Dienstreisen in Schleswig-Holstein mit Stadtauto zu machen, aber auch mit einem geliehenen E-Auto und habe es bisher auch hinbekommen. Und wenn Sie vorher wissen, Sie fahren dahin, dann gibt man einmal im Internet die Stadt ein, sucht E-Ladesäule und dann zeigen die 4 bis 5 im Umkreis von 10 Kilometern locker an. Und der nächste Vorteil ist, die sind bisher sogar, also ich kann sagen, alle umsonst gewesen, die ich genutzt habe. Mhm. Also das natürlich ist das noch nicht so präsent bei den Menschen, allerdings fürs Dörfsmobil auch nicht so entscheidend, weil man wirklich dann nur für lange Strecken wirklich suchen muss. Und ein Beispiel vielleicht aus dem Privaten auch noch, ich bin schon mal bis in den Harz gefahren, da habe ich aus Versehen ein Auto geliehen, was keine Ladekarte mit hat. So musste ich dann sogar Tankstellen aussuchen, die umsonst sind. Aber die findet man auch fast an jedem dritten, vierten Supermarkt mittlerweile unterwegs. Und das alles machbar ist natürlich aktuell noch mehr Aufwand und noch nicht so alltagstauglich. Also noch nicht so, dass ich sage, ich fahre jetzt einfach los und weiß jederzeit, ich kann alle 100 Meter mal rechts ranfahren oder alle jeden Kilometer und kann irgendwo tanken. Aber es ist schon alles machbar. Man muss nur noch ein bisschen mehr suchen aktuell. Und danke. Und die hohe Dichte im Norden hat die nur mit Bürgermeister Schweizer aus Klicksbüll zu tun oder gibt es da noch andere Gründe? Ja, ich denke mal, so ein bisschen hat das auch mit der Windenergie zu tun. Also die ist da, glaube ich, ein bisschen verbreiteter oder auch die, sage ich mal so, Bürgerwindparks, die sich dann auch auf die Fahne schreiben, was für die Umgebung zu tun und solche Unternehmungen dann unterstützen. Also so eine Mischung, wahrscheinlich auch ein bisschen Wettbewerb. Man merkt es unheimlich, wenn irgendwo im Land mal eins entstanden ist, dann gucken auch schon links und rechts die anderen drumherum und sagen, ja, können wir doch auch machen. Also das oder die gucken dann erstmal, funktioniert das? Und wenn das funktioniert, dann machen sie es auch. Ich glaube, das hat so mit dem Ursprung zu tun, dann in Kombination mit der Windenergie und so ein bisschen Wettbewerb, würde ich sagen. Okay, ich sehe noch mal die Hand bei Frau Dr. Herget. Sie wollten sich noch mal dazu melden. Und wenn Sie vielleicht dann, wenn wir es jetzt schon nur nutzen können, es gibt noch eine Frage, das ist eher so eine politische Frage. Flotten Grenzwerte bringen gar nichts. Bringen die wirklich gar nichts? Und dann dieser mögliche Missbrauch, Porsche, VW. So, wie stehen Sie denn dazu? Aber Sie können auch gerne erstmal Ihre ursprüngliche Antwort hier noch mal einbringen. Ja, also ich wollte vor allem eine Frage auch gerne noch mal hier in die Gruppe einbringen, weil mich interessieren würde, was eigentlich aus dieser, ist es eigentlich eine Genossenschaft oder ein Verein, EE4Mobile, also entstanden ja auch aus einer Bürgerenergiegenossenschaft, die aber auch das Thema Mobilität in Kombination mit erneuerbaren Energien vorangebracht haben und sozusagen für die Genossenschaftsmitglieder vergünstigte Elektroautos und Pedelecs zur Verfügung gestellt haben. Da wollte ich mal fragen, gibt es die noch? Wie aktiv sind die noch? Weil ich glaube, zum einen waren die ja auch gefördert eine Zeit lang. Also das ist sozusagen auch so ein Beispiel, was ich vom Kerngedanken her total sinnvoll und gut finde, aber dadurch, dass ich ja auch nicht ständig überall unterwegs sein kann und mit allen reden kann, freue ich mich auch, wenn ich mal Leute aus Schleswig-Holstein vor mir habe und die sowas fragen kann. Gut, zum Thema Flottengrenzwerte. Bei Flottengrenzwerten ist das Spannende natürlich, wie hart die Gesetze sind, wie international verbindlich sie sind und wie sie durchgesetzt werden. Also sozusagen die Missbrauchsmöglichkeiten sind natürlich gegeben. Je
breiter der Mittelwert berechnet wird. Also wenn es sozusagen, ne, nicht auf einzelne Unternehmen nur bezogen ist oder auf einzelne Fahrzeugkategorien sogar, sondern sehr übergreifend, dann ist natürlich so eine Managemententscheidung, naja, dann nehmen wir zu unseren Luxussparte einfach noch so ein Kleinwagensegment dazu, dann stimmt es im Mittel wieder. Gut, es muss natürlich mit dem Kartellamt und so alles trotzdem übereinstimmen, ne? Also ganz so einfach ist es auch nicht, aber ich würde sagen, Flottengrenzwerte bringen nicht gar nichts. Viel spannender finde ich aber auch noch zu gucken, wie eigentlich die steuerlichen Anreize sein könnten, dass gerade für die Dienstwägen kleine emissionssparsame Fahrzeuge attraktiver werden. Weil derzeit lohnt es sich eben leider, dass wegen dem Dienstwagenprivileg, dass da vor allem ja, Mittel- und Oberklassefahrzeuge angeschafft werden. Ja, vielen Dank. Kann jemand aus der Runde diese Frage der Energiegenossenschaft, was ist daraus geworden, beantworten? Gibt es jemanden, der dazu etwas sagen kann? Timo Wiemann, haben Sie eine Ahnung? Ich meine, das war in Nordfriesland, wenn ich das richtig weiß. Ja, die waren zu Anfang aktiv, wo 2019 waren sie sehr aktiv in Nordfriesland. Aktuell kann ich dazu aber auch nichts sagen, weil ich seit, ich sag mal, seit Corona auch nicht mehr so viel davon gehört habe. Also sie waren auf jeden Fall noch 2019 aktiv und auch bei einigen Veranstaltungen, zumindest mit einem Vertreter mit mir vor Ort. Also das kann ich noch sagen. Bis 2019, was aktuell ist, weiß ich allerdings da nicht. Okay, danke. Gibt es sonst jemanden, der etwas darüber sagen kann? Das sieht nicht so aus. Sehe jedenfalls keine Meldung hier. Ja. Okay, gibt es sonst noch Fragen an unsere Referenten, Referentinnen und Referenten? Herr Henningsen nochmal? Ja, gerne. Ja, eingangs kam es noch kurz oder wurde angemerkt, dass man die Kosten für das Auto erhöhen muss oder will, um den ÖPNV attraktiver zu machen, beziehungsweise sich vom Auto zu trennen. Wenn ich mich jetzt mal ein Auto kaufe, neu kaufe, dann zahle ich 20.000 Euro. Gebrauchtes kriege ich dann so für 10.000 Euro. Will man denn die Steuern erhöhen oder wie will man das denn abgreifen das Geld, um das Auto teurer zu machen. Und was ist denn mit diesem abgegriffenen Geld? Ich sage das mal ein bisschen salopp. Wo soll denn das denn auch refinanziert werden? Das sind ja auch solche Dinge, wo das deutsche liebstes Kind, das Auto, wo er sehr, sehr empfindlich reagiert. Und da wird die Diskussion auf jeden Fall geführt werden müssen. Das können wir also nicht so ohne weiteres mal unter den Teppich kehren. Denn wenn man eine Veränderung will, und seit der Ölkrise in den 70er oder 80er Jahren wissen wir ja, dass unsere Rohstoffe und die fossilen endlich sind und dass wir nur umdenken müssen. Aber ohne die Mitnahme der Menschen, die es direkt betrifft, sehe ich da schon eine gewisse Schwierigkeit, sie denn dorthin zu führen. Und ich denke mal, so wie das Auto in Generationen immer mehr geworden ist, wir sprachen vorhin, wir haben die höchsten Zulassungszahlen, werden wir dann, sage ich mal, über mehrere Dekaden auch das Auto langsam erst wieder von der Straße bekommen. Also das wird kein kurzfristiger Effekt sein, sondern das ist, ich sag mal, auch 30, 40 Jahre werden wir brauchen, bis wir an der Stelle sind, dass wir also die gewünschten Ergebnisse, die man jetzt gerne möchte, aber erst realisiert bekommen. Vielen Dankeschön. Dank. Ich habe den Eindruck, Frau Dr. Herget weiß, wie man es, wohin es gehen könnte, wie man es machen könnte, oder? Ja, also ich finde einen ganz spannenden Ansatz, der wurde von der Agora Verkehrswende vorgeschlagen. Und das ist eben so eine Bonus-Malus-Kfz-Steuer, wo sozusagen die großen, schweren Fahrzeuge, die kleinen emissionssparenden quasi, also wo das sozusagen quasi kompensiert wird, also dass die deutlich mehr bezahlen müssen, weil das sind auch die, die von den einkommensstarken Haushalten in der Regel gekauft werden. Ja, und das schafft eben beides. Es schafft zugleich einen Anreiz, sich kleinere, leichtere, emissionssparsame Fahrzeuge eher zu kaufen, weil man dann im Vergleich zu der heutigen Pkw, Kfz-Steuer eben weniger zahlen würde.
Und umgekehrt reduziert es den Anreiz, also in Kombination mit einer reformierten, mit einem reformierten Dienstwagenprivileg und auch einer reformierten Entfernungspauschale, könnte das sozusagen, ja, das zeigen auch so Modellrechnungen, also könnte das insgesamt dazu führen, dass es eben, dass diese sozialen, also dass soziale Härtefälle auf jeden Fall abgefangen werden. Die Schwierigkeit ist, das ist tatsächlich, ich finde das auch nicht trivial, dass wir innerhalb von wenigen Jahren massive Änderungen hinbekommen sollen, und zugleich ja einfach in einem politischen System leben, wo es sehr schnell dann zu Protesten und Abwahlen kommt oder auch Protestwahlen kommt. Man darf nur auch nicht vergessen, dass nicht gerade kleine Strafzahlungen auf uns zukommen, wenn wir eben diese Klimaschutzverpflichtungen nicht einhalten können. Und darauf läuft es derzeit hinaus. Auch dazu gibt es von der Agora Verkehrswende Rechnungen, wie viel Euro da auf uns zukommen, wenn wir das eben nicht erreichen. Und derzeit hat man den Eindruck, wenn es in dem Tempo weitergeht, werden wir das nicht erreichen, die Ziele. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sehe, Herr Meier-Staudt aus dem Umweltministerium hat eine Frage. Ich wollte noch mal zu der E4Mobile eine Information beisteuern. Die sind nach wie Danke. vor aktiv, sitzen auf dem Greentech Campus in Engelsande und machen auch jährlich ein großes E-Mobilitäts-Event mit vielen anderen Playern. Also das ist eine nach wie vor erfolgreiche Gründung. Und ich hätte noch eine Frage sowohl an Frau Dr. Herget als auch an Wiemann. Wie schätzen Sie die Entwicklung für den Gebrauchtwagenmarkt bei E-Mobilen ein, weil ja jetzt die ersten Rückläufer dann da sind und damit auch die Frage, dass solche Fahrzeuge tendenziell billiger werden, ja auch neue Attraktivität für diese Form von Mobilität bieten könnten? Vielen Dank. Ja, Frau Dr. Herget, legen Sie gleich los. Ich glaube, die Schwierigkeit bei gebrauchten E-Fahrzeugen ist derzeit die Lebensdauer der Batterien. Also, es ist nach wie vor noch ein innovative, es ist immer noch innovative Fahrzeugtechnik, obwohl es Elektromotoren schon so wahnsinnig lange gibt. Aber es wurde einfach wahnsinnig lange nicht daran geforscht und gearbeitet und entwickelt. Und deswegen kann man nicht genau sagen, wie lange die Akkus der alten Elektroautos halten werden. Und das ist ein Risiko, weil das ist ja ein sehr großer Kostenfaktor bei diesen Autos. Und wir haben ja bislang keine Elektrofahrzeuge, wo man mal locker selbst wie beim Pedelec die Akkus austauschen könnte. Also insofern glaube ich, natürlich, Gebrauchtwagen kommen in den Bereich, in den Kostenbereich, den sich dann auch leichter normale Privatpersonen leisten könnten. Aber sie tragen eben das Risiko, dass sie nicht wissen, wie lange können sie das Fahrzeug nutzen. Also insofern, diejenigen, die sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen, glaube ich, sind dann auch zurückhaltender, als man sich das vielleicht hoffen würde. Aber ich finde es nachvollziehbar tatsächlich. Okay. Vielen Dank. Herr Wiemann, haben Sie noch eine Ergänzung dazu? Nee, nichts Wesentliches. Also ich kenne schon Erste, die es gemacht haben und sich also einen Gebrauchtwagen gekauft haben, E-Fahrzeug. Ich sehe es ähnlich. Allerdings denke ich, dass da die Lernkurve etwas schneller sein wird als bei der E-Mobilität, die ja jetzt gerade auch Fahrt aufnimmt. Generell, da wird es dann halt, glaube ich, relativ schnell zum Lernprozess kommen. Also ich sehe auch, denke ich, eine gesunde Skepsis gegenüber der Batterieleistung. Allerdings gibt es ja auch viele Modelle, wo Autos beispielsweise verkauft oder geleast werden und die Batterie geleast werden oder nur das Auto gekauft und die Batterie geleast, sodass ich das auch als Sicherheit haben könnte, dass ich mir die Batterie lease und die dann ersetzt wird, wenn ich eine neue brauche. Das könnte ich mir dann auch für den Gebrauchtwagen vorstellen. Vielen Dank. Muss man halt dann dementsprechend umsetzen. Guter ergänzender Hinweis. Jetzt habe ich eine Wortmeldung von Dr. Wortmann. Sie haben das Wort. Ja, hallo, auch erstmal vielen Dank für die Vorträge. Mir fehlen noch ganz viele Dinge, aber das Thema ist ja auch wahnsinnig
Da reicht anderthalb Stunden bei weitem nicht. Also das Thema Digitalisierung, ne? Welche Chancen würde Digitalisierung bieten? Wir fördern ja zum Beispiel im Amt Hüttener Berge so ein Mobilitätsportal, das auch in andere Kommunen vielleicht ausstrahlt. Oder das Thema Mobility as a Service. Ich habe heute gerade gelesen, Tchibo bietet Tesla und ein Fiat 500 zum Leasen an. Also ich glaube, die wichtigste Folie im Vortrag von vorhergeht, fand ich, dass Mobilität im Kopf passiert und entschieden wird. Und das ist wahrscheinlich auch das dickste Brett, das zu bohren ist. Aber ich habe vielleicht mal eine naheliegende Frage. Sie hat in Ihrem Vortrag erwähnt, die Push- und Pull-Faktoren in Baden-Württemberg. Da gab es so ein Szenario, das kannte ich noch nicht. Und wenn wir jetzt in Schleswig-Holstein sind, vielleicht können wir davon ja was lernen. Ich habe da mitgekriegt, durch eine bestimmte Kombination von Push- und Pull-Faktoren kann man etwa 20% Pkw-Nutzung reduzieren. Welche Faktoren waren das und können wir in Schleswig-Holstein davon abkupfern? Danke. Schön. Ja, mögen Sie gleich darauf antworten, Frau Dr. Agit? Ich kann Ihnen gerne die Studie zukommen lassen, oder ich glaube, die ist im Internet verfügbar. Ich habe die selber nicht durchgeführt, insofern in den Details stecke ich da jetzt auch nicht so drin. Also, aber interessant ist es schon, auf die Spezifika eines Bundeslandes zugeschnitten, solche Szenarien durchzuspielen, weil das tatsächlich ja auch ein politisches, kommunikatives Instrument ist, um Dinge voranzutreiben. Also wenn es derartiges in Schleswig-Holstein nicht gibt, wäre das sicherlich eine Überlegung wert, weil Schleswig-Holstein eben auch ganz bestimmte Rahmenbedingungen hat, unter anderem mit der flachen Topografie und dem hohen Anteil erneuerbarer Energien. Prima. Könnten Sie die Seite im Internet Herrn Armling zuleiten? Herr Armling, dann könnten wir das ja wahrscheinlich den Teilnehmern auch weiterleiten, oder? In jedem Fall. Ich würde auch das in der Aufnahme noch einmal in den Quellen prüfen aus dem Vortrag und dann wird das sehr gerne mit in die Zusammenfassung aufgenommen. Perfekt. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Dann gibt es noch im Chat so einen allgemeinen Hinweis von Herrn Horst Mauritz. Ich zitiere, bessere Fahrradnutzung im ländlichen Raum. Allgemeiner Appell, abschließbare Fahrradboxen an allen Bahnhöfen, wo es möglich ist, auch Servicezentralen. Ich glaube, da können wir alle nur zustimmen, dass solche Angebote noch mehr kommen sollten und noch intensiver auch bei den kleineren Bahnhöfen angeboten werden. Oder gibt es noch Ergänzungen? Ich glaube, da sind wir. Das ist ja eine Bereicherung dann, nicht? Wenn wir das so hinkriegen. Ich sehe Nicken, ja. Gut, jetzt sehe ich keine. Von Herrn Wortmann, glaube ich, das war die alte Wortmeldung noch, die ich hier sehe. Ja, gibt es keine weiteren. Wenn jetzt keine weiteren mehr sind, das sieht so aus. Dann verbleibt es, oder wollten Sie noch abschließend etwas sagen, Frau Herget? Nicht der Fall. Ja, dann kann ich mich nur ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben wunderbare Vorträge und Beiträge geleistet. Sie haben sich gut in die Diskussion, das gilt für Sie beide, in die Diskussion hineingebracht. Das war eigentlich auch genau die Absicht unseres Arbeitskreises, hier mal ein bisschen zu sensibilisieren, zu schauen, wo stehen wir und was könnten wir noch mehr tun. Ich kann nur sagen, Herr Armling, das ist uns, glaube ich, wirklich jetzt hier ganz gut gelungen. Danke an Sie alle, die Sie hier mitgewirkt haben, mit dabei waren. Und wir als Arbeitskreis, Herr Professor Jung, wir werden uns weiterhin mit diesen Themen auch auseinandersetzen für ein Land, das zukunftsfähig ist und das sich mit diesen modernen neuen Konzepten dann gerne auseinandersetzt. Beispiele haben wir bekommen, das ist wertvoll, wirklich, das ist wirklich sehr wertvoll, dass wir von Baden-Württemberg bis Niedersachsen so ganz konkrete beispielhafte Projekte und Konzepte erfahren haben und da wollen wir gerne dranbleiben. Ganz herzlichen Dank an Sie alle, ganz herzlichen Dank an Sie alle. Herr Armling, haben Sie noch irgendeine Ergänzung? Ergänzend nach der Vorstellung oder nach der Abschlussrunde durch Sie, Herr Toben, möchte ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur kurz noch einmal auf kommende Veranstaltungen von der Hermann-Ehlers-Akademie hinweisen. Die nächste Abendveranstaltung findet am 27.04. zum Thema kulturelle Bildung statt, über das Thema Moderne am Meer, bevor wir am 4.05. und uns am 6.05. auch weiterhin Zukunftsthemen widmen werden. Es geht am 4.05. um den Themenkomplex Munition im Meer. Wie vereinen wir Anforderungen der Marine, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung? Und am 6.05. geht es um
Schleswig-Holstein 2030, Ideen für die Zukunft des schönsten Bundeslandes. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch dort die unterschiedlichen Formen der Verkehrswende und die Frage von Mobilität, die im Kopf beginnt, auch eine Rolle spielen wird. Insofern bedanke ich mich vom Hauptamt auch noch einmal recht herzlich für die rege Teilnahme. Wenn Sie weiterhin informiert bleiben wollen über unsere Veranstaltungen oder über unsere weiteren Tätigkeiten, haben Sie die Möglichkeit, uns zu folgen auf den sozialen Medien. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, auf unserem YouTube-Kanal Hermann Ehler Stiftung und Akademie auch alle Veranstaltungen noch einmal nachzusehen und auch noch mal weiter zu kommentieren. Ebenfalls genauso wie diese Veranstaltung hier heute Abend. Recht herzlichen Dank an Sie alle. Ich würde damit für heute Abend die Veranstaltung schließen. Es sei denn, Frau Herget oder Herr Wiemann haben noch ein kurzes Schlusswort. Ja, ich wünsche Ihnen einfach allen einen guten Heimweg oder wenn Sie aktiv Verkehrsvermeidung praktizieren, dann einfach so einen schönen Abend. Und ja, wünsche Ihnen viel Mobilität im Kopf immer wieder mal. Vielen Dank. Von mir auch einen schönen Abend. Tschüss. Danke, vielen Dank. Ja, kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, Herr Amling, hat Spaß gemacht, war eine gute Runde. Bis zum nächsten Mal, kann ich da nur sagen. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.